Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. In der letzten Folge haben wir, oder besser gesagt, konnten wir nicht die Residenz der Träume weitermachen. Hier ist, okay, da ist noch eine Höhle. Wir konnten nicht weitermachen, weil, ja, wir hatten kein Rohmaterial. Und man bekam in der Höhle auch einfach kein Rohmaterial. So, wir gehen instant zur Residenz der Träume. Ist das überhaupt der richtige Weg? Ist es nicht. Hier ist der richtige Weg. So. Das hier ist übrigens ein Sandkasten. Oder soll es zumindest darstellen. So. Es gibt nur eine Ebene. Achso, das ist in gelb, ne? Ich nehme ganz sicher... Wie gesagt, ich nehme keine... Wo haben wir hier, wo haben wir 5 lila Pikmin her? Ich will aber auch nicht alle... Falscher Knopf. So, 65 lila, ne? Gelb, Alter! Komplette Verfeiltheit einfach mal wieder. Ja. So, wir haben noch 5 Schätze hier, eine zu rettende Person. Aber wie gesagt, wir sind hier super, super schnell durch eigentlich. Also müssen den einen fetten Elefanten besiegen. Ist das gespeichert gewesen? Ah ja, das ist gespeichert. So. Oh, da hinten gibt es tatsächlich noch mal lila, ne? Perfekt. So. Also. Oh, die tot... Moment, die bleiben sogar tot gespeichert? Ach du Scheiße. Okay. Bin ich okay. So, was war das Problem? Wir hatten kein Rohmaterial, weil wir nicht bauen konnten, ne? Und das ist hier das Problem gewesen. So. Die Rosanen fliegen jetzt erstmal zum Dingsbums, holen sich die 14 Rohmaterialien. Da oben gibt's, nochmal Pigments. Wir gehen in der Zwischenzeit noch zu den Lilanen hier. So, perfekt. Da oben gibt es, glaube ich, noch mehr Lila, ne? Ja, ich weiß, ich wollte das abtragen, aber das wollen wir nicht. Kann man die auch mitnehmen? Nein, warum fällst du da runter? Achso. Das Problem ist, ich kann den da hinten nicht angreifen. Ich muss erstmal auf euch. So, geh mal da rein. Her, weil hier gibt es irgendwo noch eine rosa Pflanze. Da. Die holen wir nämlich auch mit. Mein Gott, ne? Können wir doch easy machen. So, Ochi kann da schon mal die Viecher pflücken. In der Zwischenzeit probieren wir mal. Wir lassen den da schön ruhig stehen. Otchen hat die Viecher gepflückt. Die Lilan holen wir auch noch gleich. Aber jetzt haben wir Otchen halt. So. Und noch ein paar Rosane.
Droseln sind so schnell, ne? Weil die halt. Ach, hier komme ich gar nicht rüber. Ich weiß nicht, ob man das so machen sollte, aber. So. Die holen wir jetzt auch noch mit. Problem ist, jetzt müssen wir uns wieder von Otschin trennen. Die klettern nach oben. Otschin geht hier lang. Weil wir brauchen auf jeden Fall Otschin hinten bei dem Bossfight. Brauchen den auf jeden Fall bei dem Bossfight. So. Komm doch. Komm her. Wo steht wieder einer? Steht irgendwo. Ach, der steht da hinten. Hä, der ist von Anfang an nicht mitgekommen, oder was? Ja, okay. Gönnt euch. Sauft euch das alles weg. So. Okay, was müssen wir tun? Also, was ich als allererstes sehe, ist, da ist eine Karte. Die gönnen wir uns schon mal. Da hinten ist der Ausgang. Hauptschi. Ja, scheiße, ne? Ja, der ist tot. Und. Ja, ja. Ich kann da nichts tun gegen. Ja. Ich hab's. Oh, ne? Pinuko. Ja, du hast einen Pikmin-Schrei gehört, aber ich bin gerade zu blöd, um hier rüber zu kommen. Frag mich doch auch nicht, warum. Ich bin echt noch nicht auf der Pikmin-Höhe, ne? Also das macht sich echt bezahlt, dass ich Ewigkeiten nicht gespielt habe. So, die Frage ist, was muss ich denn hier machen? Ich würde jetzt mal sagen, ich muss die... Ich muss darüber jumpen. Oh, oh Gott! Gönn dir das eine Ding hier. Warum macht ihr das automatisch? Ich hasse diese automatische Scheiße. Könnt ihr mal bitte sein lassen, hier Sachen abzutransportieren, die ich gar nicht abtransportieren will? Jetzt hol dir eine scheiß Rohmaterial noch. Was? Nein! Ich hasse diese automatische Scheiße! Nein, warum schieße ich denn zwei da? Schieb mich weg. So. Hä? Es steht immer noch einer rum. Taste. Da? Ach, der war dahinter versteckt. Okay. Hund, kommst du vielleicht auch mit?
brauche dich hier. Die Scheiße noch mit, Mann. Mir doch egal. Meine Güte. So, neun Typen. Kitchen Impossible? Kitchen Impossible, was? Das ist gerade so anders, ob er Kitchen Impossible gesagt hat. Oh, Dober, der Schatzjäger aus Koppai. Ehemalige Elite-Spürnase. Oh, die Nase hat er auf jeden Fall. Geht nun Gerüchten über Schätzen nach, um mit dem Prophet den Hunger in seiner Heimat zu bekämpfen. Den haben wir doch bekämpft. Unverschämt. Der gestrandete Stamm von Koppai. Hoffen wir, dass er uns als nächstes sagen kann, wo sich Nelly aufhält. Ein Koppaianer wurde gerettet. Es gibt drei. Okay, nice. Es ist zwar nicht Nelly. Ja, okay. Das ist so voll enttäuscht. So, oh, es ist nicht Nelly. Oh, ja. Haben zwar einen gerettet, aber es ist nicht Nelly. Hab ich eigentlich auch... LOL. Okay, das finde ich cool, dass es geht. Auch wenn es mir nichts bringt, gefühlt. Aber okay. Cool. Schwerter und Schilde. Ja, wir haben alles gemacht. An sich gibt es hier, glaube ich, auch nichts mehr. Deswegen können wir abhauen. Und wir haben wieder lila Pikmin bekommen. Und rosa. Gerettet. Sammelleidenschaft haben wir auch komplettiert. Jetzt haben wir 110 Lila und 25 Flügel. Nice. Nice, nice, nice. Jetzt müssen wir aber unbedingt weitermachen mit dem Rest der Welt. Weil ich will jetzt nicht. Ich will eigentlich nicht am Anfang des Tages in der Höhle gehen, wenn ich noch nichts auf der Welt gefühlt gemacht habe. Overworld. So. Ich bin gespannt. Was ist jetzt noch erwartet? So, du holst auf jeden Fall gar keine Steinpigmen. Das steht schon mal fest. Du holst auf jeden Fall rote mit. Wahrscheinlich so 50. Blau werden wir auch safe brauchen. Und den Rest an Gelben dann halt. Mal gucken, vielleicht brauchen wir noch. Es sind doch Pikmin keine. Ja, ja, ich weiß. So, damit haben wir nämlich dieses gesamte Gebiet eigentlich gecleared. Das sind doch so, komm, das machen wir doch schnell. Das sind doch so komische Streuballen. Die holen wir mal ganz kurz. Aha. Wir könnten das schon mal abtragen. Komm her, kleiner Fratz. So. Gut. Damit wäre jetzt das Gebiet wirklich komplett da hinten. Also das ganze Ding ist fertig. So, hier hätten wir... Ach, der Dori, ne? Hier ist noch eine Feuerschale da unten. Aber ich will eigentlich zuerst hier dieses Dingsbums deaktivieren.
Das sind sogar zwei Dandoris, ne? Warum habe ich 99... Wo steht denn hier ein Pikmin rum? Ach, da ist noch einer eingerupft. Ja, okay. Dann bleibt er halt da erstmal. Ich will hier runter erstmal. So. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Ach, hier ist das Wasser schon weg. Ah, und dann brauchen wir das Feuer. Warum habe ich das Feuer nicht mitgeholt? Mal so. Weil... Hätte man ja schon machen können. Ich nehme jetzt auch von hier mit. Das reicht. Was? Als ob der da nicht... Ja, wenn du zu nichts fähig bist, Pikmin, ganz ehrlich. Hallo! Manchmal... Die Wege der Pikmin sind unergreiflich. Unergründlich. Unergreiflich? Ach, das ist das Ding, ne? Gelben das bitte. Hier ist das für die Gelben. Perfekt. So, die können das abtragen, weil da ist normalerweise nichts auf dem Weg. Da dürfte nichts im Weg sein. Was soll das denn? Als ob. Ja, gelbe, ne? Also, wenn ihr zu blöd seid für irgendwas, dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Also, ich wollte euch diesen geilen Boss hier überlassen. Vielleicht habt ihr noch Glück. Was? What? Was machen die? Ich bin echt. Was? Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. So, 35. Warum sieht das aus wie ein Bossfeld hier? Weil es wahrscheinlich jetzt ist. Hallo, Boss. Kein Boss? Kein Boss. Gut. Ja, mach dir da mal. Ich hol mal Feuer. So, komm mit. Ja, ihr baut da hinten. Ich mach erstmal Feuer da hinten. Feuerio! Komm mit! Eurio. Hier ist ein Entchen.
Hallo. Ich frag einfach nicht. Was bist du denn für eine Höhle? Ultimatives. Nein! 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 Nein, 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 nein. Oh nein. Außer, ja, ich habe mich hier schon mit allen möglichen vollgestopft. Die größten Kreaturen sind auch die leckersten. Außer dieser einen, die eine die wie eine ultimative Waffe aussieht. Die habe ich kaum runtergekriegt. Leck mich am Arsch. Sorry für die Wortwahl, aber die passt hier sehr gut rein. I'm sorry, aber fuck me. Ultimatives Testgebiet. Fuck this. No way. Als ob die den... Wie heißt der Kampfwüterich? Wieder mitgebracht haben. Oh, ich hasse ihn einfach nur. Ich meine, die gab... Also in Pikmin 2 gab es ihn. Und das hieß auch damals Testgebiet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ultimatives Testgebiet hieß. Aber die Höhle in Pikmin 2 in der ersten Welt hieß auch Testgebiet. Da ist man auf diesen Gegner getroffen. Heilige Scheiße. In der Höhle hat man auch lila eine Pikmin bekommen, tatsächlich. Und das war uff. Das ist ganz uff da. Und in Pikmin 3 gab es den, glaube ich, auch. Der ist wiedergekommen in Pikmin 3. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, ich kann mich sogar, glaube ich, an den Folgennamen aus Pikmin 2 erinnern. Ich glaube, ich habe das COD in Pikmin genannt oder irgendwie sowas. Also Call of Duty. Weil das passt sehr gut, dieses Wort zu dir. Ach du Scheiße, als ob die dieses Misty wiedergebracht haben. Boah. Ich muss irgendwie gucken, dass wir... ich mache jetzt mal die Tasche und dann mache ich mal ganz kurz die Erkundungsdrohne. Zum Glück verbraucht die nämlich keine Tageszeit, wenn ich das richtig habe. Okay, hier käme man da vorbei, ja. Was ich will, ist den neuen Ort. Wo ist denn der? Hier ist der Boss. Ist der hier oben? Wo ist denn der neue Ort? Ach, hier. Wo muss ich denn dafür hin? Ah, durch die Steinwand. Dann wären wir schon da. Sollten wir das schon tun? Sollten wir schon den Switch machen? Hier hinten ist ja hier nichts mehr, ne? Klar, hier gibt es noch die hier. Ja, die sollten wir wahrscheinlich noch zuerst machen. Ja. Da geht es zwar auch lang, aber wahrscheinlich sollten wir erstmal hier hin. Dafür müssen wir erst an den Viechern vorbei. Da ich blaue brauche, schicke ich mal die anderen weg. Bin mal gespannt, ob die 99 blauen Pikmin. Ja, okay. Gar kein Problem. Sind nur große, fette Frösche. So.
Wir wurden da nicht zu zweit, hallo? Ich krieg jetzt nicht nur die blauen natürlich. Ja, okay. Können sie eigentlich aber bekommen. Wir können aber auch Eispick mitmachen. Oder die gelben bekommen. Tragt ihr mal schneller? Hallo? Ist ja nicht mit anzusehen hier. Tragt mal schneller hier. Ja, gönnt euch das. Ihr dürft es. Die Blauen dürfen es. Gönnt euch. Oh, Alter, sind die riesig. So, die sind wahrscheinlich da hinten schon am Drehen. Hier gibt es nur Feuer und... Ah, Feuer müssen wir mitbringen. Das heißt, wir können die Blauen eigentlich erstmal wegschicken. Wie viel haben wir noch? 17. Dann bleiben wir mit... 30 blauen gut bedient. Nur nochmal so viel gelbe mit und die roten wieder. So, Sprinkler sind ausgeschaltet. Wir holen ein Feuer mit. Zünden hinten den Dingsbums an. Eurio. Oh ja, hier. Und wir können auch den Karton verschieben. No. Das Vieh da unten müssen wir mit blauen besiegen. Ja, lol. Achso, da ist eine. Gönnt euch. Ha. Nice. Ich hoffe, die gehen nicht durch das Wasser. Ne, sie gehen oben rum. Perfekt. Holen wir uns das Ding auch noch mit. Das hier scheint speziell zu sein. Das ist wie so eine Trichternetzspinne. Alter! Alter, was ist das für ein Misty? Oh, endlich! Das bringt bestimmt viel, das Vieh. Gönnt euch Rote. Okay, es ist bald vorbei. Was bist du?
Kreaturenwiege. Es kamen so viele Kreaturen gleichzeitig auf mich zu, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich auf einem Nobelbuffet mit allen Extras. Ich war so voll. Das muss ich erstmal sacken lassen. Okay. Kreaturenwiege. Ich glaube, da gehen wir auch direkt rein. Also wenn die Pikmin das da hinten abgedingst haben. Nur ein bisschen warten halt. So. Wo sind die gerade dran? Da. Ja, okay, die sind aber bald da. Ich muss nur vor dem letzten Punkt da, vor diesem letzten Dingsbums ankommen. Der eine ist angekommen. Ich weiß nicht, wo die anderen Pigments. Ach, die stehen doch bei dem blauen Dingsbums, ne? So, da müsste jetzt oben die 23 müsste jetzt eigentlich runtergehen. Ja, die gehen jetzt da rein. So. Haben sie es weggebracht? Nein, haben sie noch nicht. Es liegt noch da hinten. So, jetzt haben wir es. Eine Fick-Sekunde.